Deutschland ist ein wasserreiches Land. Wir nutzen das Grundwasser und die Flüsse, Bäche, Seen und Küstengewässer auf unterschiedliche Arten. Als Trinkwasser, zur Bewässerung, als Transportweg, für die Industrie, zur Energiegewinnung oder zur Erholung. Und die Gewässer sind artenreiche Ökosysteme. An rund 30.000 Messstellen werden sie regelmäßig überwacht. Bei Oberflächengewässern, also Flüssen, Seen und Küstengewässern, werden der ökologische und chemische Zustand bewertet. Beim Grundwasser die Menge und der chemische Zustand. Dazu verpflichtet uns die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Das Ziel? Einen guten Zustand der Gewässer sicherstellen. Leider sind die Gewässer in Deutschland in keinem guten Zustand. Die meisten Oberflächengewässer leiden unter menschlichen Nutzungen. Flussbegradigungen und Staudämme zerstören Lebensräume von Tieren und Pflanzen. Vielfach fehlen Ufervegetation und lebensnotwendige Auen. Zudem gelangen zu viele Nähr- und Schadstoffe in die Gewässer, durch Abwasser aus Haushalten und Industrie oder durch intensive landwirtschaftliche Nutzung. Das kann zu übermäßigem Algenwachstum und Sauerstoffmangel und zur Schädigung von Tieren und Pflanzen führen. Nur wenige Oberflächengewässer sind in gutem ökologischen Zustand. In einem guten chemischen Zustand ist sogar kein einziges. Ein großes Problem sind zu hohe Quecksilberkonzentrationen. Quecksilber gelangt durch die Verbrennung von Öl und Kohle über die Luft in die Gewässer. Dazu kommen viele weitere Chemikalien. Ein Drittel der Grundwasserkörper ist in einem schlechten chemischen Zustand. Hauptgrund sind hohe Nitrateinträge aus der Landwirtschaft. Besser sieht es bei der Grundwassermenge aus. Nur 5% der Messstellen vermelden einen zu geringen Grundwasserpegel. Doch das Grundwasser wird nicht ausreichend aufgefüllt. Zu heiße und zu trockene Sommer sind eine zunehmende Bedrohung. Überhaupt wirkt sich der Klimawandel in vielen Bereichen negativ auf die Gewässer aus. Starkniederschläge spülen Schadstoffe aus Siedlungs- und Industrieflächen in die Gewässer. Anhaltende Hitze erwärmt Flüsse und Seen, dadurch kommen Ökosysteme aus dem Gleichgewicht. Ausbleibender Regen und hohe Verdunstung lassen die Wassermenge schwinden, schlimmstenfalls bis zum Austrocknen. Dank ersten Gegensteuerns hat sich der Zustand vieler Gewässer in den letzten Jahren etwas verbessert. So werden Kläranlagen kontinuierlich modernisiert und durch einen optimierten Düngereinsatz oder durch die Umstellung auf ökologischen Landbau soll der Nährstoff- und Pestizideintrag aus der Landwirtschaft verringert werden. Flüssen und Bächen muss wieder mehr Raum zurückgegeben werden. Dadurch können sich wieder vielfältige Lebensräume bilden. Auen können Hochwasser und Nährstoffe zurückhalten und Wasser speichern. Das hilft, auch Dürreperioden besser zu überstehen. Ein konsequenter Gewässerschutz erhält und schafft Lebensräume, fördert die Biodiversität, macht die Gewässer widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels und erhöht die Lebensqualität von Mensch und Umwelt.